Bin gespannt, wie das bei Tageslicht aussieht. Wahrscheinlich katastrophal. So, jetzt haben wir lackiert, beziehungsweise probiert. Ja, ich würde das auch so zusammenbauen. Zusammengebaut gehört das in etwa so. Obwohl es grün ist, grün. Das interessiert wahrscheinlich keinen Japaner mehr hier unten. Passt das ganz gut zusammen. Ich würde es auch grün lassen. So, die erste Etappe ist geschafft für meine Shimano, weil ich habe als erstes jetzt mal mit Airbrush experimentiert. Ging natürlich auch gleich schief am ersten Abend. Ich hatte erst grau und dann grün gebrusht und ja, sah dann früh nicht mehr so aus wie am Abend. Deswegen habe ich jetzt nochmal zweite und dritte Schicht nochmal drüber lackiert, gebrusht und ja, sieht jetzt besser aus. Also am Grau werde ich nicht mehr arbeiten. Grau bzw. 371. Leider ist mir auch wie gesagt aufgefallen, dass die Decals anders ausfallen in der neuen Version. Ich habe im alten Satz, hier sind sie endlich, ich habe im alten Satz nicht hinten das Deck, müsste rot und weiß sein hier hinten. Das müsste ich jetzt händisch machen. Und ich habe auch nicht die kleinen hier, die hier angedeutet sind. Ich tippe mal auch, dass die gelb sind, wie diese gelbe Linie, die wir hier haben. Das ist alles, was es als Diegel gab damals, 1998. Ja, damit muss ich irgendwie zurechtkommen. Also wenn es gut läuft, dann male ich das mit der Hand. Ich glaube momentan nicht dran, weil es gab schon kleine Probleme. Klar, als Anfänger hat man Probleme. Ich weiß nicht, ob man es sehen kann. Ich versuche es mal. Ne, wird wohl nicht werden. Hier, das Rot-Weiß ist angedeutet. Kann man probieren, mit Hand zu malen. Weiß ich noch nicht. So viel Zeit will ich mal auch beim ersten Modell nicht nehmen. Weil, habe ich schon gesehen, da gab es ein paar Ausrutscher, das ist leider nicht ganz so, wie ich mir das vorgestellt habe. Okay, jo, noch eine Schicht draufbringen, wird wohl nicht viel Neues, Positives erbringen. Und den Paint Remover habe ich mal probiert, auf ein Stück Test. Plastik, das ging dann richtig schief. Also wollen wir mal hoffen, dass ich ihn demnächst nicht mehr brauche. Ansonsten muss ich es halt üben. Ihr seid wie gesagt von Anfang an dabei. Ich bin kein Profi, ich bin ein Anfänger. Ihr werdet genauso stolpern, wenn ihr beginnt wie ich. Macht's einfach mit. Lass meinen Spaß nicht verderben. Ich mache jetzt auch weiter. Das Grün, wie gesagt, das Seegrün gefällt mir sehr gut an der Shimano. Die muss ich auch nochmal Shinano, nicht Mano. Das ist glaube ich was mit dem Fahrrad. Shinano, ja, das Seegrün sah ein bisschen komisch aus im Farbbehälter zum Airbrushen. Aber hier muss ich sagen, das rockt wirklich, das gefällt mir. Muss ich nochmal eine Schicht drüber machen. Entsprechend werde ich es hier abkleben, beziehungsweise das Deck abkleben und hier auch nochmal grün machen. Das müsste ganz gut funktionieren. Leider ist mir aufgefallen, diese Teile hier machen sich dann doch hier bemerkbar. Aber gut, das war jetzt mein Fehler. Ich musste nämlich das nochmal auseinanderbauen, weil die erste Lackierung abends, wie gesagt, ein bisschen daneben ging. Habe ich gehoben, geschoben, gebogen und prompt abgebrochen. Schade. Ich werde mir wahrscheinlich dieses Modell nochmal kaufen in der neuen Version. Aber das hier werde ich durchziehen, definitiv.
Fehler muss man machen, die sind dabei. Und wir schauen mal, wie es weitergeht. Oder ich schaue mal, wie es weitergeht. Und bin gespannt, ob ich das Teil fertig kriege. Wann und wie lange es dauert, das weiß nur der... So, jetzt zu einem kleinen Zwischenruf zu meiner Shimano. Und den ersten Versuch ausrichten. So, vielleicht. Okay. So, ein erster Zwischenbericht. Vielleicht ist es auch schon der zweite, weiß ich nicht. Zur Shimano, die ich schon mehrmals lackiert habe in den unterschiedlichsten Farben, wie zum Beispiel dieses Grau. Ich glaube, es ist die 371 Seitenmatt, weiß-grau, oder? Moment. Ich habe es natürlich, doch, da ist es. Hellgrau Seitenmatt 371. Na, die ist doch stellt scharf. Wahnsinn. Okay. Also, die habe ich mehrmals lackiert, die Shimano. Hat natürlich als Anfänger nicht so doll geklappt, wie ich mir das vorgestellt habe. Aber die Probleme würde jeder am Anfang haben. Ich hoffe, mit ein bisschen Übung wird es dann besser. Ich habe dann auch schon noch ein paar Flugzeuge mit der Hand bemalt. Und das war nicht so einfach. Ich hätte es nicht machen müssen, aber ich dachte mir, was soll's. Oh, das werden wir wohl nicht hinbekommen. Da muss ich mir was einfallen lassen. So eine flexible Wand. Ne. Okay, Schnitt. Ja, ein Zwischenbericht. So. Hier nun ein kleiner weiterer Zwischenbericht von meiner Shimano. Mehrmals lackiert, mehrmals frustriert. Ja, wie gesagt, am Anfang ist es nicht so einfach. Ich habe es nicht so schön hingekriegt, wie ich es gedacht habe. Nachts sieht alles besser aus als am Tage. Aber ich komme meistens nur erst nachts zum Bauen und tagsüber zum Schauen. Entsprechend sieht es dann auch aus. Aber für den Anfang denke ich mal, werde ich das erste Modell nicht bis zum Wahnsinn treiben, sondern einfach nur fertigstellen. Ich mache vielleicht hier nochmal ein wenig Seegrün drauf oder dunkelgrün. Ja, dann sollte es reichen. Hier vorne vielleicht noch das akkurate Seegrün. Hier habe ich erschreckenderweise festgestellt, dass ich weiß nicht, wie man es nennt, jedenfalls in der Kommandozentrale vom Flugzeugtower müsste ich jetzt hier das auch nochmal grün gestalten, weil ich habe alles nochmal mit Grau geairbrushed. Weil da ist ein bisschen einiges schief gegangen, wie ihr vielleicht schon gehört habt, falls ich es nicht rausgeschnitten habe. Die Flugzeuge habe ich mal voller Elan einfach schon mal drauf gepappt, um zu sehen, wie es denn aussieht. Das ist recht gut geworden, finde ich, mit ein bisschen Metallic hier als Cockpit-Andeutung und die Hoheitszeichen hätte ich nicht mehr brauchen, aber ich dachte, ich probiere es mal aus. Ich denke mal, das ist recht gut geworden, aber die Kamera, ob die das scharf stellen kann, wird wohl eher nicht, das kann sie nicht. Ist halt keine Makrolinse drauf. Vielleicht erkennt man was. Okay. Das heißt für mich, noch mal ein bisschen abkleben. Dann, ich hoffe endgültig, nachdem ich hier noch etwas dunkelgrün aufgebracht habe, das Ganze zusammenkleben oder montieren und dann noch die Geschütztürme, die Fliegerabwehrtürme drauf und die restlichen Flieger drauf und die Boden noch hinzufügen. Den Kran, jo, habe ich auch schon mal drauf gesteckt gehabt. Muss ich wahrscheinlich noch mal ein bisschen... Ich habe es eigentlich nicht vor, den festzukleben, sondern wirklich, dass der drehbar bleibt. Wie ich das noch mache, weiß ich jetzt noch nicht. Aber irgendwie werde ich es hinbekommen. Also drückt die Daumen. Ich werde das Ganze nochmal offline tun, also sprich nicht filmen.
weil ich habe da noch ein bisschen zu viel mit mir zu tun, als dass ich da noch die Kamera drauf halte und das was wird. Bestimmt im nächsten Baubericht versuche ich das Ganze vielleicht noch etwas mit Filmmaterial zu hinterlegen. Achso, da fiel mir noch ein, ich muss ja hier noch ein bisschen Deckel drauf machen von dieser Leitlinie. Na komm her. Ja, die dicken Finger. Ja, wenn ich das vergesse, dann kann ich wieder den Rumpf abmachen und hier dieses Teil muss hier drauf. Denke ich mal. Ich gucke jetzt nicht auf die Anleitung, es passt einfach nur dahin. Jo, und ansonsten, was wollte ich noch sagen? Irgendwas war noch, ja, hier hinten, wo mir der Deckel fehlt. Oh, ich werde es vielleicht doch heute noch mit der Hand versuchen. Also sprich, weiß grundieren und dann vielleicht noch ein paar rote Striche drauf. Weil die Maserung gibt es eigentlich schon her. Das heißt, die Linien, die geprägten drauf, bringt es schon her, dass man das sehen kann. Und das macht das Ganze vielleicht noch ein bisschen schöner. Also, dann packe ich es mal an und freut euch vielleicht, was dabei rauskommt. Ob ihr drüber lachen müsst oder staunen. Da sind wir wieder mit dem ersten, ich sag's mal, Fehl. Ich habe ja versucht hier das fehlende Deckel, was es beim neuen Satz von Revell gibt, einfach mit Farbe zu pinseln, weil mit Airbrush wollte ich es nicht machen. Das sind ganz feine rot-weiße Striche, die am Flugzeugträgerende signalisieren, hey Flieger, jetzt hört's auf oder jetzt fängt's an, ich weiß es nicht. Ja, ich war natürlich zu faul, hier gescheit abzukleben und siehst du mal, und da hat man hier gleich wieder alles schön milchig weiß. Das heißt für mich, ich tue einfach nochmal alles komplett mit Airbrush schön sauber drüber brushen, sprayen. Ja, okay. Und zum zweiten Mal habe ich versucht, das Rot und Weiß, wie gesagt, mit dem Pinsel zu bewältigen, beziehungsweise mit Klebeband. Aber ich habe die Farbe nicht verdünnt. Ich habe sehr lange gewartet. Und trotzdem ist immer wieder die Farbe verlaufen. Ich weiß nicht, woran es liegt. Geklebt habe ich eigentlich auch sauber. Es verläuft trotzdem. Deswegen habe ich jetzt die Schnauze voll. Ich lasse es so, wie es ist. Da ist vielleicht mal einer Farbeimer umgekippt. Ist halt so. Ich mache jetzt bloß hier nochmal alles schön einheitlich grau, weil das passt. Und dann schauen wir weiter, ob es doch noch ein recht schönes Modell wird. Ne? Also, auf geht's. Ja, es geht ja einfach weiter jetzt, gell? So. Die schlimmsten Fehler sind mittlerweile ausgeräumt, hoffe ich mal, bereinigt. Das Flugzeugdeck ist jetzt halbwegs wieder in Seidenmattgrau. Und ich versuche jetzt einfach das Ganze zusammenzubauen, damit endlich die Shinano zum Abschluss kommt. Es ist vielleicht noch nicht ganz getrocknet. Aber die meisten Sachen sind einfach nur zu stecken, wie zum Beispiel das Flugzeug, was hier an meiner Hand klebt. Ha, gefunden, nicht verloren. Augenfreundlich ist es natürlich nicht, wenn man das mit nach der Verpackung macht vom Original. Ich nehme lieber die ausgedruckte Anleitung von der Revell-Website. Die ist wesentlich freundlicher, gerade für ältere Modellbauer, die vielleicht schon eine Sehhilfe brauchen. Ich brauche sie noch zum Bauen, aber wie gesagt, es ist wesentlich angenehmer. Dann werde ich halt die besten, die schönsten mir gelungenen Flugzeuge. Ich hätte den roten Kreis auf die Tragflächen nicht malen müssen, brauchen und dürfen sollen. Ich habe es trotzdem gemacht. Es ist schwierig bei einem Maßstab von 1200. Teilweise ist es mir gelungen, teilweise auch nicht. Ich werde gucken, dass ich das schlechteste Modell vielleicht hier unten ins Unterdeck verfrachte oder ins Zwischendeck und die schöneren halt hier oben verteile. Die Fliegerabwehrkanonen
sind rauszutrennen, die sind nicht ganz quadratisch. Man sitzt vielleicht einfach nur hier unten, wo man es gescheit rauslösen sollte, dürfte, müsste. Und die Rettungsboote werde ich dann auch entsprechend verteilen. Die waren komischerweise auch in grün. Ja, und diesen Sendemast hier soll man angeblich nicht gebrauchen. Verbaue ich vielleicht als Weihnachtsbaum irgendwo. Ich hebe mal auf, vielleicht kann man irgendwo auf einen netten Diorama irgendwie platzieren. Prima, oder? Ach so, die Deagles müssen ja auch noch irgendwie vermanschen. Die 3 soll hier hin. Dann von der Länge her, naja, wird schon passen. Die 2 dann hier lang. 1 habe ich schon mal getestet. Das war mein erster Deagle nach insgesamt 30 Jahren Modellbaupause. War interessant, ging wie früher, hätte ich jetzt gesagt. Aber gut, Deaglesoft habe ich ja noch nicht benutzt, nein. Den Kran darf ich nicht vergessen. Der Kran an sich hier, den muss ich wahrscheinlich festkleben, weil der lümmelt hier so rum. Eine andere Idee habe ich jetzt gerade gar nicht, ob ich den noch irgendwie so drehbar, movebar bin. Wie ich das hinkriege, weiß ich nicht. Ich werde erstmal kleben wahrscheinlich. Und dieses Teil werde ich auch ganz schnell verbauen, weil schade. Vielleicht bei der Endpräsentation werde ich mal zeigen, dass man vielleicht doch diese Gucklöcher, Bullaugen vielleicht auch nicht mit Silber machen sollte. Von Weitem fällt es vielleicht gar nicht auf. Da macht es, wenn das Licht richtig einfällt, sieht es vielleicht gar nicht mal so schlecht aus. Aber wenn man richtig nah rangeht, dann wird es schon katastrophal. Aber gut, ist mein erstes Modell. Übung macht den Meister. Und dann wollen wir doch mal die wichtigsten Teile, die nächsten Teile auslösen. Die Geschütze, die Boote, die Flugzeuge. Auf geht's. Alles ausgelöst. Also die Teile haben sich benommen wie die kleinen Flöhe. Sie sind schnell weggesprungen. Da muss man echt aufpassen, wo die hinspringen können. Und man kann sich nur freuen, wenn man sie alle noch beieinander hat. Nicht die Sinne, sondern die Teile. Die 3 Boote hier, die Flugzeuge, alles klar. Und die Fliegerabwehrkanonen. Wie gesagt, wird alles gesteckt, damit es beweglich bleibt, damit man vielleicht noch eine Position ändern kann, wenn man will, wenn man möchte. Und dann fangen wir mal an, das Ganze ein wenig auf dem Deck zu verteilen, nachdem ich, jetzt muss ich aufpassen, nicht, dass ich noch was vergesse, wo kommen die Schiffe hin, muss ich schauen, die Rettungsschiffe. Wo kommen die Rettungsschiffe hin? Weiß ich gerade gar nicht. Moment. Tadam, tadam.
Ach, wo kommen denn die Rettungsschiffe hin, ne? Er ist ja jetzt vielleicht eher wie ich. Ja. Okay. Dann klebe ich erstmal alles zusammen und dann sind die Schiffe dran.